Ich habe einiges an Wut, was ich gerne rauslassen möchte an einen Boss. Na, wo steckst du bloß? Link, hinter dir! Pass auf! Ist es ein Wurm? Nein, ein Skorpion! Diesmal mit zwei Augen an den Händen? Anscheinend. Drei, oder? Dunkler Ionenskorpion Moldog. Was muss ich machen? Hau ab! Komm, das Dungeon Item muss auch was zu tun haben! Damit. Zack! Oh, er will kämpfen. Weg hier. Er greift mich irgendwie an, oder? Okay, es ist auf jeden Fall ein One-on-One-Fight. Auf jeden Fall. Fistfight. Swordfight. Anime-Fight! Epic Anime-Battle. Das andere. Ich weiß nicht, was er macht, Leute. Ich kenne diesen Boss nicht. Er weiß aber, was ich vorhab. Ja, nein, lass mich los! Zack! Ja, ich glaube, ich soll ihn einfach nur hitten. Ich glaube wirklich, ich soll ihn einfach nur hitten. Das andere, nein! Das andere! Okay. Was macht der? Der dreht sich die ganze Zeit nur. Oh oh. Aber wenn er rot wird, wegrennen. Jetzt sieht doch endlich mal das andere Auge an, ganz ehrlich. Schön. Schön. Ja. Das ist niemals eine einzige Phase. Wahrscheinlich passiert noch irgendwas, wenn ich ihm gleich seine Augen hier kaputt mache, oder? Mache ich was falsch? Doch. Das ist ab. Wecken. Zack. Schade. Und was macht er? Nicht? Okay. Ja. Ja! Oh, oh, er macht noch was. Ihn rausbuddeln? Da ist er! Hier! Ausgebuddelt! Ja, das ist ein echtes Auge. Ich sehe nichts! Wir sehen doch an! Wie viel Damage hat das gemacht? Oh oh. Saug ihn raus, bevor er einen Surprise Attack oder sowas macht. Oh Gott, was macht er? Ja! Boah, jetzt spawnen doch noch so kleine blöde Viecher, ey. Hör doch auf mit dem Kack. Okay, aber das muss heißen, dass er low ist, bestimmt. Warum sonst würde er jetzt die ganze Zeit seine Minions spawnen? Wo ist er? Ich habe absolut keine Ahnung, wo er ist. Er wird Sneak attacken. Bestimmt. Hallo! Da ist er! Ey, so viele von seinen Kindern! So viele von seinen Kindern! Hä? Greif ihn doch aus! Ich hab ihn doch! Hä? Hallo, Spiel? Darf ich ihn nochmal ausgraben? Nö, Spiel sagt nein. Ich höre ihn. Da. Okay, vielleicht muss ich erstmal seine ganzen Kinder killen. Vielleicht ist es das, was ich machen soll. Und jetzt kann ich ihn erst ausgraben. Ja, ja, das ist es. Okay, fuck. Ja! Schön. Boah, hör auf mit dem Blödsinn. Ich hasse es, wenn er das macht.
Raus da! Ich kann den nicht rausholen! Das ist so unfair! Ich muss das über seine kleinen Kinder besiegen! Wo ist denn der? Komm raus da jetzt! Och nö! Hör doch auf mit so einem langweiligen Blödsinn! Jetzt komm raus! Geht doch! Weg, 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 weg! Weg, 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 weg! Ja! Hä? Das war Lack. Das war Lacker. Das war Lacker. Komm doch raus! Boah! Du musst jetzt mal meine Kinder besiegen! Hä? Der will mich stechen! Was war das denn? Gott, der Kampf ist nervig. Aber bisher finde ich ihn sogar einfacher als den vom letzten Mal. Oder bin das nur ich? Okay, ich kann ihn noch nicht rausholen. Erstmal sein Kind. Oh oh. Denkste, denkste, denkste. Denkst aber auch nur du. Wo ist denn der? Da ist er. Raus jetzt. Ich hab's genug von dir. Hä? Ey, das ist super unfair. Ich konnte gar nichts machen. Das ist sehr bestimmt low. Okay. Letztes Regenerations Hab und Gut. Okay, wenn wir nicht seine Kinder finden, dann müssen wir auch nicht gegen sie kämpfen. Ja! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Huh, der war auch wirklich einfacher als der letzte, oder bin das nur ich? Und da erhalten wir ein neues Herzteil. Das habe ich wirklich nötig. Aber ich muss sagen, ich bin besser geworden. Und ein wenig schon. Man gewöhnt sich halt nach einer Zeit dran, würde ich sagen. War bestimmt wieder eine lange Folge. Aber hey, komm, wir sind endlich durch mit dem dritten Dungeon von Zelda Skyward Swords HD. Und warum werden wir die ganze Zeit nach unten gesaugt? Was ist denn jetzt? Ah, da ist die große Tür. Aber wird da auch Zelda sein? Irgendwas sagt mir, sie wird wieder nicht da sein. Und yeah! Blum! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nummer 10! So. Sag's mir einfach ins Gesicht. Ist Zelda da oder ist sie weg? Was ist denn das jetzt hier? Soll ich da... Ah! Ich soll meinen kleinen Beetle rausholen. Beetle, du hast uns stets geholfen. Und deshalb die letzte Task, die ich dir heute noch geben kann, ist da drauf zu dashen. Einfach rammen. Und dann... hat das alles in die Vergangenheit gesetzt. Wir haben noch nicht rausgefunden, was hier eigentlich passiert ist, oder? Finden wir das jetzt vielleicht raus? Oder ist es einfach ein Mysterium, was niemals beantwortet wird? Hm. Sieht echt schön aus. Muss man nicht sagen. Sieht schön aus. Schon atmosphärisch auch. Und raus. Komm. Ja. Hm. Zelda? Zelda! Was ist das denn? Was ist das? Das muss ihre Stimme sein. Diese Stimme erkenne ich überall wieder. Zelda! Diese eine komische Dame. Natürlich passiert etwas.
Oh, nicht du. Girahim. So ist er doch, oder? So unwichtig, ich habe seinen Namen wieder vergessen. Warte. Eva! Okay, sie ist also nett. Sie beschützt Zelda. Zelda, schnell ins Portal! Wir haben eine Harfe erhalten. Okay. Beeilt euch. Soll ich jetzt eine Melodie spielen? Oh nein. Schade. Schade. Mike. Alles in Ordnung? Danke, es geht. Alles klar, ab hier übernehmen wir. Hey. Mike! Du musst die Hüterin des Siegelhains besuchen. Sie wird dir den Weg weisen. Bis bald. Ganz bestimmt, wir sehen uns bald wieder. Versprochen! Und so sind wir ein weiteres Mal getrennt von Zelda. Ach, Mike. Ich war bisher wohl zu gnädig mit dir. Oder ich mit dir. Für diese Unverschämtheit hast du dir eigentlich eine Strafe verdient. Doch meine Zeit ist mir zu schade, um sie mit dir zu teilen. Aber merke dir, nächstes Mal werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Naja, laber du nur. Letztes Mal habe ich dich auch besiegt. Ein zweites Mal wird's sicherlich auch tun. Tja. Was meinte Impa? Wir sollen zu irgendeinem Mädchen? Irgendwo hingehen? Irgendwen treffen? Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Ich spüre Zeldas Aura nicht mehr. Doch. Als dieses Portal zerstört wurde, habe ich Zeldas Aura plötzlich verloren. Du kannst sie mit der Aurasuche nicht mehr aufspüren. Zeldas Begleiterin sagte, du solltest die Hüterin des Siegelhains treffen. Ich schlage vor, dass du dich zum Tempel des Siegels begibst. Alright, da haben wir es, was wir zunächst machen sollen. Hier sind noch ein paar Rubine, wenn man Bock hat, kann man sich die holen, da habe ich keinen Bock. Und hey, unser Kumpel ist da! Was geht ab, Bro? Du! Du warst drin? Was sagst du? Es gibt einen weiteren Geheimgang? Das hättest du mir aber früher sagen sollen. Hatte schon aufgegeben und war nach Hause aufgebracht. Aber dann hörte ich diesen Lärm und bin zurückgekehrt. Jetzt kann ich das Innere erforschen und danach will ich zum Siegel heilen. Ich hab zu tun. Jo, das gleiche haben wir auch vor. Deshalb wünsche ich mir euch, dass ihr Spaß hattet heute. Ja, ich hatte Spaß. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal sehen. Halt, stopp, noch nicht vorbei, die Folge. Denn wir werden jetzt zusammen mit Ingi ein paar Secrets hunten gehen. Damit ich auch vorbereitet bin für den nächsten Dungeon. Ja, weil das war nicht ganz so einfach. Wir wollen ins Wolkenmeer zurückreisen, ne, Ingi? Oder gibt's hier noch irgendwas? Die Frage ist, was für Secrets wir... wir wollen jetzt, oh, wir wollten heute ein paar Sidequests abarbeiten, habe ich genau gedacht. Genau. Nicht nur Sidequests, sondern auch allgemein Secrets. Ah, Moment, Ingi, bevor wir jetzt zurückgehen, ne? Kletter mal auf den Dungeon drauf. Auf den Dungeon drauf? Mhm. Hier oben? Nein, auf den Dungeon, dort wo du reingegangen bist. Wo bin zum ich? Dungeon-Eingang und da drauf klettern. Wo ist denn der Dungeon-Eingang? Ich hab's vergessen. Das war das große Ding in der Mitte von diesem Kreisding. Wo ist das? Wo kann ich es markieren? Ganz großer Kreis. Mitte. Ach so, einfach dahin. Ja, du hast da nämlich eine Sache komplett verpennt. Okay. Du hattest zwar den Daumen. Part. Genau, da müsstest du auch vielleicht mal hoch. Wie mache ich das? Das habe ich versucht, aber ich habe es nicht gecheckt. Warte. Hiya! Nein, Bro! Ja. Und da ist er getroffen. Mega. So, der Vogel ist tot, weil er lebte nicht in der Vergangenheit. Er war noch ein Baby. So, jetzt guck mal hinter dir, ob der Dings noch... Den musst du jetzt in das Ding reinschieben, da hinten. Du musst
die Bahn. Achso, ja, 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 ja. In die Vergangenheit. Ja. Boah, Steuerung, sorry. Bitte schmeiß mich nicht ab. Ich habe keinen Bock, dass du mich angreifst. Hä? Hä? Sie hat das für mich aktiviert! Der Vogel hat's einfach aktiviert. Du müsstest vorher vielleicht den Vogel killen. Oh nee, das wo ist denn. Er hat sich selbst umgebracht! Er hat sich selbst umgebracht! Lol. Ja okay. Gut, dann haben wir's jetzt. Okay, hier rüberschieben? Nee, jetzt musst du rein. Hinein. Und dann? Wie kann ich mittendrin aufhören? Du musst da währenddessen musst du den abschießen. Ach so, während. Währenddessen das Schwert rausholen und dann mit dem Strahl drauf schleudern. Oh, Big Brain! Okay, darauf wäre ich nicht gekommen. Krass! Wusste gar nicht, dass man da drin schlagen kann. Doch, kann man, okay. Ja, wusste ich nicht. Ich würde dir sowieso nochmal empfehlen, vorm Ende oder so nochmal mit deinem Schwert überall noch hinzugehen, weil du später noch eine Aura-Suche dafür bekommst. Ich weiß nicht, ob du die schon hast. Ja. Hä? Wer bist du denn? Den kenn ich nicht! Überall. Ja, die Gegner werden, werden gespawnt, wenn du diesen Tempel halt durch hast. Oh! Ah, verdammt! Komm, mach! Du kannst den Schild kaputt schneiden, ne? Der erinnert mich an den Hönix! Mist. Mike, du hast noch ein Schwert. Hä? Was war das denn jetzt? Hallo? Spiel? Ich bin schon mal sehr, sehr gespannt, wie du dieses Video schneidest. So eine halbe Stunde, wie du gegen dieses Monster kämpfst. Mach mal einfach weiter. Wo wollen wir lang gehen? Ja. Okay, hier oben. Okay. Du siehst doch diese Ranken an der Seite, ne? Du musst jetzt ganz genau aufpassen. Ich hab's ja versucht hochzukommen, ne? Aber es hat nicht geklappt. Hier hast du versucht hochzukommen, oder? Aber das ging nicht. So, jetzt guck doch mal ganz genau hier an der Seite, was da ist. Oh, als ob. Ich hab alles abgeschaut, nur hier nicht. Wow, ey, wow. Okay, na gut. Und hier gibt's jetzt noch was Cooles? Naja, ich würde sagen, noch ein weiterer Aufgang. Oh. Okay. Was haben wir denn da Schönes? Bom, 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 bom. Okay, naja, hat sich nicht gelohnt. Na egal. wo gibt's noch was, Ingi? Wo haben wir noch was? Ich hab grad nichts im Kopf, wo wir noch hier was haben, tatsächlich. Ich geb noch einen Stein, den ich nicht gemacht habe. Darf ich ihn? Ja. Lass den machen. Aua! Ja. Hä, was ist. Ingi? Ja. Die sind stärker, oder? Ein bisschen, ja. Die kennen wir auch noch nicht, die Gegner. Ist einfach alles schwerer geworden. Ich wette, das war Girahim, der die alle gespawnt hat. Okay. Ich bin mir noch nicht mehr. Ich glaube, du kommst noch nicht hoch. Also, wo du hochkommst. Achso, das ist für später das Ding? Manche Sachen kannst du sich später machen. Es lohnt sich manchmal wirklich bei Orten, wo du schon mal warst, wirklich nochmal zu gucken, ob du jetzt dahin kannst. Merk dir einfach, wenn du solche Steine findest, merk dir einfach, wo die sind. Ja, Moment, warte, ich kann sie einmal auf der Karte markieren. So, das sollte alle Secrets bisher gewesen sein. Den Rest kann man anscheinend später bekommen. Speichern wir kurz ab und dann gehen wir nach oben, Ingi. Wollen wir dann direkt zum Wolkenhort oder wollen wir dann... Ja, zum Wolkenhort. Jetzt, okay, können wir noch ein bisschen rumfliegen wahrscheinlich. Mhm. Okay. Wolken, mehr... So. Oh. So, da sind wir wieder im Wolkenhort und Ingi möchte uns ein paar Secrets hier zeigen. Wo fangen wir an? Okay, hier wir fangen an, indem, dass du... Bei Terry kann ich was auch kaufen. Ja, guck erstmal, ob Terry irgendwas Neues hat. Er hat auf jeden Fall was Geiles. Oh, first try! Pock. Hier, komm hoch da. Hä? Jetzt. Da.
Guck mal, ich kann mich drehen, wenn ich da drauf bin. Terry, mein Guter! Ich habe wieder ganz viel Cash für dich eingesammelt. Gib mir mal ein paar coole neue Sachen. Oh, wieder beschuften, der Arme. Was hast du denn hier? Oh, Lebenskraftmedaille. Okay. Du möchtest dann ich aber pleite. Die Taschenvergrößerung. Ja, die möchte ich haben? Ja. Zusatztasche. Damit werden ihre Reisen ein Vielfaches angenehmer. 600, will ich die unbedingt haben, Ingi? Ja, also ich habe sie immer gerne genommen. Okay, ich gucke erstmal noch, was die anderen beiden sind. Was ist das hier? Rubine, mehr Rubine tragen. Ja, die geben wir uns, die gönnen wir uns, auf jeden Fall. Ja. Ich kann dir jetzt auch sagen, plus 900. Guck, dass du so viel wie möglich einkaufst beim Terry, aus einem Grund, den ich dir leider nicht spoilern darf. Okay, aber ihr habt's gehört, ne? Immer das ganze Geld bei Terry liegen lassen. Der braucht es, der schuftet so viel. Insektenmedaille! Ja, das können wir später schon gebrauchen, aber jetzt nicht. Das kannst du sowieso nicht leisten. Okay, also ich würde sagen, entweder das Herzmedaillon oder die Tasche. Ingi will, dass ich die Tasche hole. Ich würde, dass ich die Tasche nehme. Okay. Und ja. Ja, dann holen wir uns das nächste Mal das Herz wahrscheinlich. Holen wir uns jetzt erstmal die Erweiterungstasche. Zack. Wahrscheinlich gibt es eine weitere noch, oder? Genau, eine Thank weitere kommt you. Noch. Bye. Ja, ja. Nimm dein Geld. Gut. Wir hauen ab. Ich weiß nicht, warst du bei Terry schon mal drin und hast nichts gekauft? Nein. Das solltest du eventuell mal machen. So, das ist ein Secret, das du mal machen solltest, ja? Oh Gott, also, Terry, es tut mir jetzt schon leid. Du müsstest aber dafür einmal schlafen gehen, tatsächlich. Ich glaube, das kannst du nicht mehr. Man kann doch bei ihm schlafen, guck. Ja, genau, das. Aber ich glaube, nee, das geht leider nicht bei dem. Weil, ja. Wir wollen es auch schon hell haben, wenn es dunkel ist, dann sind da böse Katzen, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Ich war noch nie in der Nacht hier drin, aber ich glaube, da sind da. Sind wir aber gleich auch wieder. Also wir sind gleich auch in der Nacht. Okay, ja gut, machen wir gleich. Kann ich jetzt schon so spoilern. Wir machen jetzt sehr, sehr viel im Wolkenhort. Ja, die ganze Folge wird nur noch im Wolkenhort sein und wahrscheinlich auch noch im Wolkenmeer. Da ist er. Terry, mein Guter! Ich brauch dich nochmal! Ich hab was vergessen! Und so, lass mich da hoch. Danke, man muss immer ein bisschen warten. Weg die Bälle den Jungen gleich, ne? Da wollen wir auch gleich mal hin. Ja, machen wir gleich, Wee. Hey Terry, ich hab was vergessen bei dir. Ich hab bei dir leider meine Tasche liegen lassen. Ich nehme sie kurz, ja? Zack, danke, tschüss. Oh, schade. Er sagt ja nichts. So, also mit dem muss ich reden? Mit dem Jungen. Genau, weil er hat so eine Sprechblase drüber. Hey Mike! Was? Du warst in Terrys Land? Ach, du doofer Eingeber! Cookie? Wir haben neulich beim Friedhof zusammen gespielt. Als meine Mama mich gerufen hat, bin ich nach Hause gelaufen. Was ist denn passiert? Friedhof? Haben wir einen Friedhof? Okay, dann müssen wir da mal hin, glaube ich. Ja, aber das kommt später nochmal. Guck mal auf der Karte, wo Cookies Haus ist. Bazaar. Da! Ja, geh da mal hin. Ist eine Chest? Yo, wir haben die Chest unlocked. Da kannst du noch nicht hin, kann ich jetzt schon sagen. Das kommt noch. Ja! Oh, Skill am Start! Yeah! Okay, hier ist glaube ich Cookies Haus, ne? Jo. Eine Chest? Wahrscheinlich da oben, oder? Nope. Ja, die ist wahrscheinlich da oben und da können wir noch nicht hin. Nein, nicht da oben. Nee? Guck mal, geh mal runter. Bisschen Money. Und ich meine, da unten ist ein Fenster. Da kannst du das schon sehen. Nicht das Fenster, sondern auf der anderen Seite, da. Oh. Oh, da müssen wir runter schwimmen irgendwie. Okay. Cookies aus! Was wollen wir hier machen? Guck, ob die Cookies Mutter dort irgendwo findest. No. Okay. Dann geh mal wieder raus. Und geh mal Richtung Friedhof. Jetzt den Weg entlang. Also, nach rechts entlang. Also nicht diesen Weg, sondern den auf der anderen Seite durchgehen. Hä? Du musst wieder runter von dem Berg. Ich weiß nicht, wie ich es dir am besten sagen soll. Unten entlang. Oder du springst hier einfach runter den
Und ja, du, warte. Hier nach vorne. Ist sie das? Guck mal da. Das ist Cookies Mutter. Guck. Hallo. Hast du das gehört? Ein kleines Mädchen ist verschwunden, als es beim Friedhof gespielt hat. Wie kann denn in solch einem kleinen Dorf ein Kind für einfach verschwinden? Eine Tragödie. Du sagst, es könnte sein, dass sie von einem Dämon verschleppt wurde? Das habe ich nicht gesagt, aber okay. Das kann doch gar nicht möglich sein. Oder? Da fällt mir fast ein, in der Nähe des Wolkenhorsts lebt ein alter Mann, der oft etwas über Dämonen erzählt. Er redet ständig für das Zeug, deshalb hat ihn bis jetzt niemand wirklich geglaubt. Na, wo ist denn der eigentlich? Ich glaube, im Kürbisbazar. Guck ihn super nach ihm. Okay, dann machen wir später. Ja. Nee, machst du jetzt. Jetzt sofort? Ja, das gehört jetzt zur Quest. Ja, sollen wir nicht zum Quest gerade. Ach, hier ist der Friedhof. Ja. Und, so, du hast jetzt von ihr gehört, dass ein alter Mann in der Kürbisbar lebt. So. Okay. Also sollen wir jetzt zur Kürbisbar. Genau. Fliegen? Mhm. Okay, ihr habt ihn gehört, Leute. Deshalb fliegen wir jetzt zur Kürbisbar, wenn ich wieder wüsste, wo die wäre. Aber die werde ich bestimmt finden. AX. Der X war es, ja gut. Bei Dings war es. Ich meine, bei der Wii war es. Ja, kann sein, aber ich spiele ja mit Joy-Cons. Ja. Man kann aber tatsächlich, glaube ich, auch mit der Wiimote spielen, oder? Man kann ja 5 auf die Switch anschließen. Bin mir gerade da nicht sicher. Wenn dann, ich glaube eher nein, weil du musst dir vorstellen, dass es ja damals. Die Technik ist ja eine andere von dem Motion Control. Oh! Aua! Okay. ja, let's go. In die Kürbisbar. Das ist ein alter Mann, das ist ein alter Sack. Alter Sack! Ein alter Ingi, mit dem wir reden wollen. Da ist er. Das Wolkenhort-Monster, du glaubst mir doch, oder? Eigentlich ist es gar kein Monster, sondern ein Dämon und niemand überlebt die Begegnung mit ihm. Was, du willst wissen, ob ich ihn schon mal gesehen habe? Ist mir egal. Nee, komm, sag, wo ist er? Ich habe ihn gesehen und ich kann es auch nur davon berichten, weil ich die Beine in die Hand genommen habe und geflitzt bin. Jemand mit weniger Glück hätte mit Sicherheit ins Gras gebissen. Wie dem auch sei, ich habe dieses Biest mit eigenen Augen gesehen und lasse mir nichts anderes erzählen. Ich lief also gerade in der Nähe des großen Baumes auf dem Friedhof mitten in der Nacht. Der Dämon schlug auf den Grabstein beim großen Baum, welcher sofort hell aufleuchtete. Dann schob er den Grabstein zur Seite und plötzlich öffnete sich die Tür zum Schuppen. Der Dämon ging hinein und schloss mit einer für eine Bestie sehr unüblichen Eleganz die Tür hinter sich. Für diesen Anblick wird mein Lebtag nicht vergessen. Halte dich nachts vom Friedhof fern. Also noch offensichtlicher geht's nicht, das muss mir selbst Inge nicht sagen. Nachts zum Friedhof. Jetzt weiß ich, wo der Friedhof ist, also... Sehen wir uns da Mike, wieder. Ich glaube, ich schreib's dir nochmal auf. Nachts zum Friedhof. Und dann so, hör, ich habe eine Nachricht bekommen. Und dann sehe ich so unter meiner Tür so eine Notiz, so ein Notizzettel so runtergeschoben wurde. Und dann guck ich so, an Mike. Nachts am Friedhof. Friedhof ist unten rechts. Okay. Mike, hier, wir können direkt drauf landen. Wir können direkt drauf landen. Oder? 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 Oh. Okay, können wir schlafen direkt daneben? Also auf dem Friedhof schlafen? Nicht auf dem Friedhof, da gibt's Betten, also da gibt's Häuser und da sind Betten drin, da kannst du schon immer schlafen. Häuser kannst du immer schlafen. Ach so, und du hast jetzt den Staubwirbel, ne? Du kannst jetzt bei jemandem. Ich habe jetzt den Staubsauger, ja. Damit kannst du jetzt bei jemandem Geld verdienen tatsächlich. Oh, das machen wir dann gleich. Ja, das kannst du. Geld verdienen ist immer gut, ja, weil Terry möchte gern was von uns. Das richtige Haus finden. Genau, dort einfach rein. Der sagt da nichts gegen. Okay. Die haben da wirklich nie was gegen, wenn du bei ihren Betten schläfst. Selbst mit komplett angezogenen Klamotten, mit dreckigen Schuhen, weißt du, warst schon in, keine Ahnung, 30 Dungeons gefühlt. Und ja. Arbeitet er nicht normalerweise drüben? Oh, so spät noch allein unterwegs, mein Freund. Pass bloß auf, dass wir die Liburen nicht in den Hintern beißen. Nachts geht man hier in Wolkenhort besser nur raus, wenn es wirklich unvermeidbar ist. Naja, es ist richtig wichtig und so, weil ich muss die Dämonen besiegen und so, ja. Ich muss Geld verdienen. Das geht nur abends. Let's go. Alter, voll gruselig hier. Aber sieht cool aus. Hat was. Okay. Was willst du denn hier? Du hast gehört, was der Mann gesagt hat? Ja, irgendeinen Grabstein wegmachen. Ja, Grabstein an was? In der Nähe von was? Nee, an der Nähe von einem großen Baum hat er gesagt. Ah. Den erstmal anhitten. Erstmal anhitten. Mit dem Schwert.
und dann verschieben. Ja. Da war kein Spoiler. Nein. Der Mann hat es gesagt. Was, wenn ich die anderen kaputt mache? Gar nichts. Ich glaube, bei manchen können. Weißt du, was dann passiert? Fallen, aber ja. Ingi, weißt du, was dann passiert? Du wirst verhaftet wegen Grabschändung? Richtig. Okay, hier können wir rein. Ja, lass los. Und dadurch. Wo sind wir denn jetzt? Ja. Warte, war hier nicht unser Vogel? Nee, das war ein anderer Ort. What? Was war das denn? Wer schreit denn da so in dieser Stunde noch rum?